Der Kehrwert. Der Kehrwert bedeutet sowas wie umkehren, ja? Also umdrehen. Das ist die wörtliche Erklärung und ich zeige das jetzt auch an einem Beispiel. Unser Bruch ist 4 Neuntel und zu 4 Neuntel ist der Kehrwert 9 Viertel. Das heißt, ich tausche Zähler und Nenner. Die 9 kommt jetzt von unten nach oben, die 4 nach unten und zu 4 Neuntel ist der Kehrwert 9 Viertel. Ich bilde den Kehrwert eines Bruches, indem ich Zähler und Nenner tausche. Kehrwert, umkehren, umdrehen.